Hallo zum nächsten Video unseres Tutorials Digital Aviation School. Wir haben im letzten Video unser Projekt mal grundsätzlich aufgesetzt. Wir haben unsere Main-Klasse gebaut, wo wir die wesentlichen Elemente zusammenfassen, und wir haben die Klasse MyPlane gebaut, in der wir so einen Referenznode haben und dann ein Spatial, wo wir unser Element, das wir in Blender, also unser Modell, das wir in Blender gebaut haben, eingesetzt haben. Was wir heute machen wollen, ist ein paar so Hilfsklassen, die uns dann später helfen werden. Grundsätzlich ist es so, ich möchte es so gestalten, dass wir verschiedene Flugzeugtypen darstellen können. Und so ein kleines, schnelles Flugzeug verhält sich natürlich anders wie eine große Transall. Ergo müssen wir irgendwo das Verhalten unserer Flugzeuge hinterlegen. Dazu machen wir uns eine eigene Klasse. Und die nennen wir jetzt einfach nur Plane Behavior. Ja. Das ist so die Eckdaten unseres Flugzeugs, die wir entsprechend brauchen. Das Ganze stelle ich mir dann so vor, dass wir verschiedene Flugzeugtypen haben, also Public, Static, Final, Int, und jetzt nennen wir das mal Small Plane. So. Jetzt Monster hier. May not have been initialized. So, jetzt schauen wir mal. Small plane, jetzt. Das heißt, wir haben eine Klasse, die werden wir hauptsächlich oder fast ausschließlich statisch nutzen, weil das ist einfach nur ein Sammelsurium an Eigenschaften. Und wir kümmern uns jetzt momentan um einen Flugzeugtypen, den nennen wir jetzt mal Small Plane. Wenn wir dann später einzelne Eigenschaften des Flugzeugs festlegen wollen, dann werden wir das genau in dieser Klasse tun und dort entsprechend auch dann unsere Anpassungen durchführen. So, als nächstes brauchen wir für unser Flugzeug auch die Möglichkeit, es zu steuern. Dazu brauchen wir ein sogenanntes Key Mapping. Das heißt, wir wollen jetzt über einen Input Manager festlegen, welche Keyboard-Taste für welche Aktion durchzuführen ist. Wir werden gerade beim Entwickeln hauptsächlich über das Keyboard arbeiten und dann später, wenn das ganze Ding wirklich funktionieren soll, über Joysticks gehen. Aber jetzt erstmal machen wir es über das Keyboard. Und ich habe mir überlegt, dass jeder so seine eigenen Keyboard-Präferenzen hat, werden wir sämtliche Mappings in eine eigene Klasse auch einlegen oder auslagern. Das heißt, wir nennen das Ding jetzt Key Mapping, und in dieser Klasse lege ich jetzt im Prinzip alles fest, was wir dann später über die Tastatur machen wollen. Das Ganze läuft dergestalt, dass ich sage Public, Static, Final, String. Und dann lege ich eindeutige Key-Referenzen dann fest, die dann später für den Action-Listener benutzt werden. Auch hier gilt, wer mit diesen Variablen oder Vokabeln nichts anfangen kann, der sollte sich die Basic-Tutorials von JMonkey Engine anschauen. Da ist das alles entsprechend nochmal en Detail erklärt. Wir machen uns jetzt erstmal ein Key für Move, Plane, Roll, Left. Das ist eine Aktion, die wir tun wollen. Das heißt, das taufen wir jetzt Move, Plane, Roll, Left. Das ist eindeutig genug. Hier hängen wir dann nochmal kurz fest, dass wir hier die Plane Steering Keys ablegen wollen. So, was braucht man noch alles? Move, Plane, Roll, Left, Roll, Light, Roll, Right, Jaw, Left, Jaw, Right, Pitch, Down und Pitch, Up. Das sind so die Elemente, die wir brauchen. Also Roll, Right brauchen wir, dann Jaw, Left, Jaw, Right, dann brauchen wir
down und pitch up. So, das sind jetzt die eigentlichen Mappings. Hier müssen wir das noch eindeutig machen. Jar left, jar right, pitch down, pitch up. So, das sind jetzt Konstanten, die ich dann später bei der Identifikation meiner Keyboard Inputs entsprechend brauche. Und als nächstes werde ich eine Methode schreiben, die mir das eigentliche Mapping und die Registrierung für den Input Manager und den Mappings entsprechend durchführt. Das Ganze nenne ich jetzt mal public static void do Mappings. Hier ist es auch okay, wenn wir statische Methoden nutzen, weil das einfach nur eine Auslagerung einer ganz bestimmten Funktionalität darstellt. Was wir für diese Methode brauchen, ist der Input Manager. Und wir brauchen den Action Listener. Das sind die beiden Objekte, die wir brauchen, damit wir später das Mapping dann entsprechend durchführen können. So, was wir jetzt tun ist, wir sagen Input Manager, Add Mapping und jetzt will ich sagen Plain Roll Left. Und der Trigger ist New Key Trigger und zwar Key Input Key J. Über den Key J möchte ich das gerne durchführen. Das heißt, wenn ich die Taste J drücke, dann soll das Flugzeug nach links rollen. So, wenn jetzt irgendjemand sagt, nee, J finde ich total doof, ich möchte über die E-Tasten gehen, dann soll er hier entsprechend andere Mappings einführen. So, dann sage ich Input Manager Add Listener, Action Listener und das Mapping Na der Mapping Name, das ist dann hier Roll Left. So. Damit habe ich jetzt sozusagen, wenn ich später diese Methode aufrufe in meiner Main-Methode, habe ich dem der Monkey Engine gesagt, sobald jemand J drückt, löse ein entsprechendes Event aus und teile dem Action Listener dann mit, dass Move Plane Roll Left angetriggert wurde. Das heißt, der bekommt dann genau diesen String mitgeteilt und den kann ich dann später auswerten. So, jetzt muss ich mal ganz kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 verschiedene Mappings haben wir. Das heißt, wir haben hier Roll Right, dann Jaw Left, Jaw Right, Pitch Down und Pitch Up. So, also nach links rollen haben wir über die J-Taste, nach rechts rollen werden wir über L machen, dann Jaw, also das Gieren beim Flugzeug, machen wir über die U-Taste, dann haben wir die O-Taste für Jaw Right, Pitch. Das heißt, das Nicken werden wir nach unten über I machen und nach oben über die Taste K. So, das heißt, wir haben jetzt unsere IDs für die einzelnen Befehle ausgeführt oder definiert und haben dann Mappings zugeführt zwischen dem Schlüssel, also dem Event, das ist meine Tastatureingabe, und diesen String. Und dann haben wir einen Listener entsprechend oder dem Listener, die dieses diesen Key zugeführt und dann können wir, wenn dieser Listener aufgerufen wird, anhand dieser Keys, sprich dieser Strings, dann feststellen, welche Taste eigentlich gedrückt wurde.
So, und genau das werden wir jetzt auch tun. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in die Main-Methode rein und führen hier jetzt noch ein bisschen was dazu. Und zwar, hier ist es genau, Implements Action Listener. So. Hier haben wir den Action Listener und er sagt jetzt bitte die abstrakten Methoden implementieren. Das lasse ich dann direkt hier machen. On Action, das ist die entscheidende Methode. So. Und hier, es läuft jetzt dergestalt, dass sobald ein Key gedrückt wurde, wird On Action aufgerufen und über Name bekomme ich jetzt den Key geliefert, den ich hier im Key Mapping festgelegt habe. Das muss ich natürlich jetzt erstmal machen. Wir gehen nochmal in die Main-Methode hinein und sagen in, wo ist es, init simple app. Hier sage ich jetzt Key Mapping do Mappings. Der Input Manager und this ist jetzt der Action Listener. Das heißt, hier, ich habe ja Implements Action Listener gemacht. Das macht meine Main-Klasse zum Action Listener. Das heißt, ich mappe jetzt sozusagen die Events auf genau diese Methode on Action. So, was muss ich jetzt machen? If name equals und jetzt sage ich Key Mapping und jetzt sage ich Move Plane Roll Right. Jetzt gehe ich alle entsprechend wieder ab. Wenn dem der Fall ist, dann möchte ich etwas tun. Roll Plane to Right. Dann else. Jetzt klaue ich mir das hier mal. So. Roll Left, das heißt, ich hole mir jetzt hier alle Elemente, die ich mir hier definiert habe. Von Key Mapping, Roll Right haben wir schon, Jaw Left brauchen wir jetzt, Jaw Left, Jaw Right. Dann haben wir Pitch Down. Pitch Down und Pitch Up. Rest brauchen wir noch nicht. So, das war jetzt im Prinzip unser Key Mapping. Ich kann jetzt testweise mal sagen, System out print line do roll left. Einfach nur das Ganze mal zu testen. Lassen wir es mal laufen. Und ich erwarte jetzt, wenn ich, was haben wir gesagt? Roll left. Hier haben wir ein Roll left. Bekomme ich hier unten, hoppla, in meiner Konsole dieses Roll left raus. Ich bekomme pro Drücken zweimal Roll left, weil ich für das Drücken und das Loslassen jeweils einen Aufruf bekomme und das läuft entsprechend über dieses isPressed. So, jetzt haben wir hier die wesentlichen Elemente für die Steuerung unseres Fliegers realisiert. Was wir jetzt brauchen, wir brauchen jetzt irgendeine Klasse, die mir die Kontrolle übernimmt. Das heißt, die für den Flieger jetzt beispielsweise, wenn ich dieses Roll drücke, den Flieger auch tatsächlich dreht. Und das machen wir jetzt über ein Custom Control. Das heißt, wir machen wieder New Java Class und nennen das Ganze jetzt Plain Basic Control. So, das ist jetzt unsere Klasse. Hier werden sämtliche Klassen oder sämtliche Funktionalitäten abgelegt werden, die wir für die Kontrolle unseres Flugzeugs brauchen.
Wir werden, wenn wir den Autopiloten dann bauen, noch gucken, ob wir da vielleicht noch ein eigenes Control dann einbauen werden. Deswegen nenne ich das hier erstmal Basic Control und dann werden wir irgendwie noch ein Auto Control oder sowas bauen. Das muss ich mir aber erst nochmal genauer überlegen. So, wer sich das Kapitel Custom Controls in den JMonkey Engine Tutorials angeguckt hat, der wird sehen, dass wir idealerweise Extends Abstract Control Implements Sable, Clonable. So, das wird empfohlen von den Jungs von JMonkey Engine. Also, wir holen uns die einzelnen Elemente rein. So, und jetzt modst du hier noch All Abstract Methods sollen eingebaut worden. Control Update brauchen wir. Das werden wir nachher noch machen. Und das brauchen wir erstmal nicht. Currently not used. So. Das ist jetzt unsere zentrale Methode, zentrale Klasse, die uns sämtliche Kontrolle entsprechend dann beinhaltet. Also alles, was unser Flugzeug dann steuern wird, kommt hier rein. Das Ganze wird dann in dieser Control-Update-Methode im Wesentlichen dann umgesetzt werden. Und bevor wir das aber machen können, brauchen wir noch einen leeren Konstruktor entsprechend der Vorgabe der JMonkey-Jungs. Also sagen wir Public Plain Basic Control. Was Control? Machen wir einen leeren Konstruktor. Dann, beziehungsweise machen wir es so. So. Dann machen wir Public Basic Control noch einen individuellen Konstruktor. Hoppla. So. Wofür ich den jetzt vorerst mal verwenden werde, dann gehen wir jetzt nochmal in unser Plane Behavior rein. Hier haben wir jetzt gesagt, Public Static Final Int Small Plane. Was wir irgendwann vielleicht mal machen werden, ist, wenn es ein Small Plane gibt, soll es auch ein Big Plane geben. Das wird dann den Wert 1 geben. Und wenn ich jetzt hier beispielhaft einfach mal Public Static Final Float einen Parameter vergebe, dann mache ich das als Float Array und ich sage jetzt, was weiß ich, Example Param ist gleich und jetzt kann ich hier 1f für ein kleines Flugzeug, 2f für ein großes Flugzeug beispielsweise oder was weiß ich, 1,5. Das heißt, ich kann jetzt mit diesem Parameter Small Plane, also wenn ich jetzt mit diesem Index reingehe, würde ich dieses 1f greifen, beim Big Plane würde ich 1,5f greifen. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen zwei verschiedene Typen in meinen Konstanten realisieren. Und wenn ich jetzt für jede Konstante, die ich für das Flugzeugverhalten festlege, entsprechend diese beiden Werte festlege, dann kann ich eben tatsächlich grundlegend verschiedene Verhaltensweisen meiner verschiedenen Flugzeuge realisieren. Das wird aber erst später gemacht. Wir haben jetzt erstmal noch keine Notwendigkeit. Es kommt, wenn wir die Basic Control Klasse etwas genauer machen. Warum ich das erkläre, ist folgendes: Ich werde jetzt eine Public Int Plane B, wobei das machen wir erstmal private. Plain Behavior ist gleich 0. Das wird jetzt eine lokale Variable sein und genau das packe ich jetzt in meinen Konstruktor noch rein. Int Plain Behavior und hier sage ich sys ist gleich so. Also ich habe jetzt einen zweiten Konstruktor, der jetzt noch genau diesen Parameter noch übernimmt. So, was brauche ich noch? Laut Vorgabe der JMonkey Engine Jungs brauche ich noch ein paar zusätzliche Methoden und zwar
public void set spatial. Das ist ein ganz normaler Setter vom Spatial. Das brauche ich. Das brauche ich laut Vorgaben, wenn ich diese Methode entsprechend überschreibe oder vererbe. Und zwar deswegen, zuerst mache ich natürlich super set spatial. Spatial und jetzt kann ich sagen any setup will be done here. Also sobald ich mein Spatial setze, kann ich verschiedene Elemente hier auch setzen. Zum Beispiel, ich kann die Current Position festlegen. Die möchte ich hier tatsächlich auch festhalten als eigene Instanzvariable. Ich möchte sozusagen einen möglichst effizienten Zugriff auf die Position meines Flugzeugs haben. Das ist ja für die Control entsprechend wichtig, weil ich hier ja eben auch, was weiß ich, Drehungen, Geschwindigkeiten etc. festlegen möchte. Und dementsprechend setze ich jetzt hier private vector 3f plane Position ist gleich null. Blind Position, set spatial und jetzt mache ich folgendes. This current, plane position, hier sind wir, ist gleich the spatial get Local Translation und hier das klonen wir. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist folgendes. Wenn in dieser Klasse der Spatial gesetzt wird, ja, dann wird in dieser lokalen Variable Plane Position die aktuelle Position des Spatials übernommen. Und alle späteren Transformation, also Verschieben dieses Spatials, sprich hin und her Bewegen des Flugzeugs, wird jetzt basierend auf diese Plane Position passieren. Das heißt, es wird jetzt, sobald dieser Control die Kontrolle über das Modell übernimmt, ist sozusagen nicht mehr die aktuelle Position des Spatials relevant, sondern diese Position. Und wenn immer sich diese verändert, werde ich in dem Control Update Loop, der wird hier sein, diese Plane Position, also die Position des Flugzeugs, anpassen. Das heißt, das ist ab jetzt der Master, was die Position meines Flugzeugs dann angeht. Die nächste Methode, die wir brauchen, ist die Public Control Clone for Spatial. Das wird entsprechend auch empfohlen zu überschreiben. Und was ich hier mache ist, ich setze sozusagen alle notwendigen internen Variablen auf den Klon, damit wir das Ganze eben auch sinnvoll von JMonkey Engine eben verwalten können. Das heißt, final plane basic control. Das ist mein Control, ist gleich New Plane Basic Control. Ich erzeuge mir sozusagen ein neues Control-Element. Dann tun wir sämtliche Initialisierungen hier entsprechend durchführen. Also Control Set Spatial, the Spatial. Dann sagen wir noch Plane Behavior ist gleich Control Plane Behavior. Das könnten wir auch über einen Setter machen, aber auf das verzichten wir jetzt mal. Diesen Overhead wollen wir uns momentan noch nicht antun. So, das sind jetzt die sämtliche internen Variablen. Wenn wir die ergänzen, dürfen wir nicht vergessen, hier an der Stelle diese
auch nachzuziehen. Das heißt, wenn wir weitere Instanzvariablen definieren, dürfen wir nicht vergessen, hier entsprechend die Werte zu übernehmen. Dann Return Control. Und jetzt haben wir dieses Clone for Spatial entsprechend auch fertig. Importieren wir den Control noch. Und dann ist das Thema auch durch. So, das war es jetzt im Wesentlichen für die Control. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben sozusagen eine eigene Klasse definiert, die in der Lage ist, die Kontrolle über das Spatial zu übernehmen. Und was wir jetzt letztendlich noch tun müssen, ist, hier in SimpleInit App genau dieses Control noch zusammenzubringen. Das heißt, dem Node innerhalb meiner Plane, gehen wir hier nochmal kurz drauf, My Plane, diesen Plane-Node an diese Basic Control dran zu hängen. Das machen wir dergestalt, dass wir sagen, this, nachdem init my plane, wobei das könnte man eigentlich in init my plane reinmachen, init my plane, this my plane, plane node, und jetzt sage ich add control, new plane basic control, und jetzt müsste ich hier das Plane Behavior reinpacken. Da werden wir jetzt gleich noch einen kleinen Schlenker machen. Und zwar aus meiner Sicht ist es am sinnvollsten, das eigentliche Plane Behavior hier in MyPlane einzubauen. Das heißt, was wir hier machen, ist public int Plane Behavior. Behavior, schreibt mir das so, egal. Ist gleich 0. Und das Ganze hier noch mit in den Konstruktor übernehmen. Das heißt, hoppla, plain behavior, Komma, und das übernehmen wir einfach. This plain behavior ist gleich plain behavior. Und sagen dann hier, wenn wir hier unser Flugzeug eigentlich bauen, sagen wir plain behavior. Behavior und ja, hier ohne U, egal, small plane. So, und jetzt sage ich hier, this my plane, plane behavior. Also, wir halten in unserem Flugzeug ein Parameter fest, der heißt plane behavior. Den brauchen wir später, um auf diese Elemente zuzugreifen, die wir in dieser Klasse realisieren. Das heißt, wenn wir verschiedene Verhaltensmuster von Flugzeugen realisieren, dann müssen wir die alle hier für jeden einzelnen Parameter, für jeden Verhaltensparameter hinterlegen. Das Ganze legen wir hier in unserem Flugzeug fest. Nachdem wir dieses Plane Behavior auf jeden Fall auch beim Basic Control brauchen, weil dort wird ja tatsächlich die Eigenschaft der Kontrolle hinterlegt, müssen wir einerseits bei MyPlane ist in den Konstruktor übernehmen, und damit wir synchron bleiben, übernehmen wir das gleich in dieses Basic Control. Das ist jetzt ein bisschen redundant, aber dadurch ersparen wir uns dann zusätzliche Methodenaufrufe in dem Update Loop, und das ist mit Sicherheit performanter, als wenn wir ständig über irgendwelche Getter in die einzelnen Klassen reingehen, um uns das Zeug zu holen. Wie gesagt, beim performanten Programmieren müssen wir das ein oder andere Dogma einfach über den Haufen werfen. So, was jetzt noch fehlt, wir müssen diese Control noch enablen. This my plane, plane node. Dann sehen wir gleich, wie wir auf diese Control zugreifen können. Get control. Und das Ganze finden wir unter plane basic control. Class, und hier set enabled true. So, gut, so viel jetzt dazu. Das heißt, was wir gemacht haben heute, wir haben uns eine Hilfsklasse angelegt, in der wir sämtliche fixen Verhaltensweisen, also das sind Parameter wie Trägheit und so ein Kram, in eine Klasse
einlagern werden. Das zweite, was wir gemacht haben, wir haben eine Keymapping-Klasse gebaut, in der wir sozusagen eindeutige IDs für Keyboard-Aktionen hinterlegt haben und die ganzen dann in den Action-Listener hineingelagert haben. Wir haben in der Main-Klasse das Interface Action-Listener implementiert. On Action. Hier haben wir jetzt diese ganzen Keys, die wir hinterlegt haben, auch abgefangen oder abgefragt. Und das Letzte, was wir gemacht haben, wir haben uns einen Klassenrumpf sozusagen bereitgestellt, der dazu da ist, unser Flugzeug sozusagen dann später auch zu steuern. So, das ist jetzt noch relativ unspektakulär. Trotz allem sind es notwendige Vorarbeiten, die wir tun müssen, um unseren Flieger dann später sauber fliegen zu lassen. Was im nächsten Video dann passieren wird, ist Folgendes. Wir werden diese Key Mappings in der On-Action-Methode, wo ist sie? Hier ist sie. In der On-Action-Methode werden wir hier den Code reinfügen, der sozusagen unser Basic Control kontrolliert, um eben das Flugzeug in die verschiedenen Achsen zu drehen, also Roll, Pitch und Yaw. Und wenn wir das haben, dann können wir uns das Ganze eben entsprechend auch anschauen. Das heißt, dann starten wir die Software wieder und gucken, ob diese Key Mappings entsprechend auf unser Flugzeug dann reagieren. Ich hoffe, dass ich das nächste Video relativ bald auch zur Verfügung stellen kann. Weil das, was wir heute gemacht haben, ist eigentlich relativ langweilig, weil nichts wirklich was passiert. Aber wie gesagt, das sind einfach Vorarbeiten, die wir tun müssen. Und auch hier sage ich wieder, viel Spaß beim Nachbauen.